Hallo, ihr lieben Adventskalender-Freunde, Athletik-Junkies. Heute habe ich euch nochmal den Pilates-Ring mitgebracht. Ich möchte euch einfach zeigen, wie vielseitig das Teil einsetzbar ist. Damit könnt ihr aus einer simplen Oberkörperlift wirklich eine heftige Übung machen. Den Oberkörperlift, den könnt ihr ja im Endeffekt folgendermaßen ausführen, indem ihr einfach die Arme hebt. Nach vorne streckt. Und dann kann man die Beine noch anheben, besonders auch dann mit dabei die Oberschenkel und hat dann ein bisschen mehr noch zu tun. Man kann auch den Fallschirmspringer machen, quasi 90 Grad im Kniewinkel und dann anheben und dann vorne die Arme heben. Wenn man jetzt aber die Arme hebt und dabei den Pilatesring noch quetscht, wird es richtig heftig. Ich hebe die Beine, Oberkörperlift und jetzt drücke ich den Pilatesring zusammen und auseinander und halte ihn, versuche ihn immer auf Spannung zu halten. Und ihr merkt es heftig im vorderen Oberkörper, also im Schulterbereich, dass es da dann auch die Muskeln beansprucht, aber auch ganz intensiv die Rückenmuskulatur. Und zwar mehr, als ob ihr den Pilatesring weglasst. Ich zeige euch das dann nochmal, wie es von vorne ausschaut. Also, hinten die Beine anheben, Oberkörperlift und dann den Pilatesring mit möglichst gestreckten Armen drücken, immer ein bisschen Spannung halten. Ich kann es auch so im Fallschirmspringer machen. Und das reicht für den Anfang 30 Sekunden, wer es 45 Sekunden schafft. Umso besser. Wirklich eine tolle Übung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und spätestens wer jetzt noch keinen Pilatesring hat, der sollte sich einen wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Türchen. Tschüss.